Wir sind zurück, 19 Uhr, King of Cologne. Die Woche beginnt natürlich mit einem Banger. Und zwar haben wir das Halbfinale 2 zwischen Johann und Abdel. Und das sieht vielversprechend aus. Wir haben Johann auf der einen Seite, der sich mit gut viel Power gegen Wave durchgesetzt hat. Und dieser junge Mann hier, Abdel, spielt zwar noch nicht lange, aber hat viele Skills im Bag. Und ich bin sehr gespannt, wie das Finale nachher aussieht, aber wie das Halbfinale natürlich erstmal aussieht und wer von den beiden ins Finale einzieht. Du hast Johann spielen sehen. Wie gehst du rein in das Halbfinale? Ja, ich versuche hoch zu defenden, weil dann kann ich auch die Steals schön mitnehmen und ja, das war's eigentlich. Du musst auf jeden Fall gut dagegen halten. Bei dir, du hast Abdel auch zocken sehen, hast schon gesagt, er spielt ähnlich wie Arthur, ist shifty, hat einen Crossover. Das heißt, wie sieht's bei dir aus? Offense, Defense, wie lautet dein Gameplan? Offense werde ich ähnlich weitermachen, aber Defense muss ich noch ein bisschen improven, weil er ist schon sehr shifty. Ja. Und ja, ist halt nicht so mein Spielstil, aber muss ich halt guarden können. Deshalb mal gucken, was geht. Nice. Du bist der Jüngere, deswegen heißt es für dich Kopf oder Zahl? Kopf. Einmal Kopf, wir schauen mal rein. Es ist Kopf und du hast dich bis jetzt für den Ball entschieden, wenn du gewonnen hast. Wie sieht es jetzt aus? Immer noch Ball. Ball it is. Auf welchen Korb geht's? Ich spiele auf den. Auf den hier, also sehen wir dich mit dem Ball auf den Korb da hinten. Spiel 1, Halbfinale 2, Johann und Abdel. Ich kann es kaum abwarten, die Jungs sowieso nicht. Let's go.
Freunde, das war Spiel 1, Halbfinale 2 von Abdel gegen Johann und es war zäh für euch, ne? Es hat lang gedauert, man hat gesehen, die Hände waren auf den Knien so langsam und ihr zu Hause habt keine Vorstellung, wie anstrengend das hier ist. Wie war es für euch? War anstrengend auf jeden Fall und ja, war spannend. Ja. Du bist mit dem Sieg nach Hause gegangen, was hat den Unterschied gemacht in Spiel 1 jetzt für dich? Also Spiel 1, ich hab halt ein bisschen mehr, also höher defended und das hat mich, glaube ich, den Sieg... Ja, du hast auf jeden Fall physisch dagegen gehalten, ne? Hat es dir nicht ganz so einfach gemacht. Wie war es für dich, das erste Spiel? Ich war überrascht, dass er auch so körperlich stark ist, also echt ja. Mega Power und ja. Auf jeden Fall ein bisschen unterschätzt. Okay, dann sehen wir übermorgen Spiel 2 von euch. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir blenden jetzt mal nochmal ein paar Finishes von dir ein. Mit der rechten Hand hast du oft den Floater gut wegbekommen. Ich bin gespannt, ob du ihn denn nehmen kannst in Spiel 2. Übermorgen geht's weiter am Mittwoch, 19 Uhr, Spiel 2 von den beiden Jungs hier im zweiten Halbfinale.